Guten Tag, ihr seid auf dem Kanal Global Fashion Workshop Germany. Wir setzen das Thema fachgerechte Modellierung fort. Es könnte manchen vorkommen, dass wir an den Ausschnitten hängen geblieben sind. Aber ich möchte noch mehr erzählen. Ich möchte euch beruhigen. Wir werden uns genauso viel den Themen der Teilungsnähte widmen. Genauso viele Lektionen wird es geben zu den Themen Wiener Nähte, Teilungsnähte, Passe, Halbreglan. Mit dem Brustabnäher werden wir gesondert detailliert arbeiten, in unterschiedlichsten Variationen. Wir werden uns sehr viel mit dem Thema Armloch befassen. Da wir mit den Ausschnitten begonnen haben, so arbeiten wir damit zunächst weiter. Es ist nicht die Absicht, andere Bereiche des Grundschnittes auszusparen. Nein, ursprünglich wollte ich beispielsweise auf V-Ausschnitt verzichten. Später habe ich mir überlegt, da ich so viel nähe und so viel zuschneide, habe ich so viel Wissen erlangt. Ich kenne alle Nuancen eines jeglichen Ausschnittes. Nein, da dachte ich, ich erzähle es auch. So hat es sich ergeben, dass ich über den V-Ausschnitt erzählt habe. Wir sind das Thema Stehkragen dem Ausschnittende durchgegangen. Im Nachhinein frage ich mich, warum wir das Thema Stehkragen dem Ausschnitt endet genannt haben. Dabei ist der Ausschnitt, der im Stehkragen endet. Wir haben ja das Thema Ausschnitte. Kurz gesagt, es ist gleich wie rum. Das Wichtigste ist, dass man das Thema beherrscht. Aus diesem Grund machen wir noch einen Stehkragen, den angeschnittenen Stehkragen. Wir sprechen noch nicht über das Thema Kragen, da es dafür eine extra Serienfolge über Kragen geben wird. Angenähten Stehkragen. Wir reden jetzt über Ausschnitte und über all das, was angeschnitten wird. Über Stehkragen, um genau zu sein. Am leichten Frühlingsmantel oder in einem richtigen Mantel. Am Trenchcoat, am Blazer oder in Überwurf mit angeschnittenen Ärmeln. Wie man den Ausschnitt macht, zeigen wir euch gleich. Es ist irrelevant, wie Sie es verwenden. Das Wichtigste ist es zu wissen, wie es gemacht wird. Stellen Sie sich nur vor, wie sicher man sich fühlt, wenn man den Grundschnitt konstruieren kann. Das ist das eine. Und das andere ist, wie man vom Grundschnitt ausgehend den einen oder anderen Schnitt macht. Ihr werdet vollkommen uneingeschränkt in eurer Wahl sein. Eure Ideen, zum Beispiel ein Kleid mit einer Teilungsnaht und einem bestimmten Ausschnitt. Ganz einfach. Ihr wisst schon, wie es geht. Ein Sommerkleid, Halbreglan, eine erhöhte Ärmelkugel, Biesen an der Schulter. Ihr werdet bereits alles wissen. Jetzt sammeln wir all unsere Geduld und lernen. Vor uns ist die Skizze. Die Skizze ist sehr abstrakt. Wir schauen ausschließlich den Stehkragen an. Stehkragen, welcher in die Knopfleiste übergeht. Wir haben den übergehenden Stehkragen in den Ausschnitt schon hinter uns. Nun ist der Stehkragen, der in die Knopfleiste übergeht, dran. Angeschnittener Stehkragen, der in die Knopfleiste übergeht. Hier ist er. Jetzt arbeiten wir mit dem Seidenpapier. Ich zeige euch, wie man so einen Stehkragen konstruiert. Dieser Stehkragen ist tatsächlich am populärsten in unserem Atelier. Die Nähstücke mit einem Stehkragen, welcher in die Knopfleiste übergeht. Der Favorit von Irina. Das ist der absolut Lieblingsstehkragen. Sie hat einige Mantel und Halbmantel mit so einem Kragen. Das haben wir euch gezeigt. Jetzt zeige ich euch, wie man so einen Stehkragen macht. Wenn der Stehkragen am Rücken angenäht wurde, so ist es in diesem Fall nicht. Ganz im Gegenteil. Im vorderen Bereich ist es am Vorderteil angeschnitten und das hintere ist mit dem Rückenteil angeschnitten. Und die Schulternaht geht in den Stehkragen über. Das heißt, der Stehkragen wird im Schulterbereich zusammengenäht. Das Hinter- und das Vorderteil. Und jetzt legen wir los und zeigen euch, wie es gemacht wird. Vor mir liegt der Grundschnitt. Das Vorderteil, das Rückenteil. Auf dem Rückenteil verlege ich den Abnäher in das Halsloch. Sehen Sie, was ich mir überlegt habe? Wie ich das Klebeband vorbereitet habe. Irina meint, es sieht nicht gut aus und ich bin so begeistert, bin so richtig stolz auf mich, dass ich es so vorbereitet habe. Jetzt muss ich das nicht mehr abreißen. Ich empfehle es, euch auch so vorzubereiten. Später braucht ihr nur noch danach zu greifen. Ich muss sagen, das ist sehr praktisch. Schaut, danach greifen und kleben. Greifen und kleben. Sehr praktisch. Bin richtig stolz auf mich. Was benötigen wir? Wir müssen... etwas Seidenpapier für den angeschnittenen Stehkragen dazukleben. Na, ungefähr. Es beginnt hier. Ich werde es später abschneiden. Ich klebe es entlang der gesamten Schulter ab.
Der Platz für den Stehkragen muss vorhanden sein. Dafür kleben wir etwas dazu. Das ist der Grundschnitt, die Schulter und der Halsausschnitt. Und wir werden diese Zugabe später noch benötigen. Am Rückenteil genauso. Als erstes konstruieren wir den vorderen Stehkragen. Schaut, 4-5 cm. Im Grundschnitt ist hier der Halsansatz. So empfehle ich hier 5 cm abzutragen und Punkt 5 zu setzen. 5 ist... Von hier bis hier sind es 5 cm. Das bedeutet nicht, dass der Stehkragen gleich hier beginnt. Hier beginnt die konkave Linie des Stehkragens und geht nach oben. Das bedeutet, von diesem Punkt 2,5 cm hierher abtreten. Hier ist der höchste Punkt. Der Stehkragen darf nicht so eng im Nacken liegen. Das sieht später nicht schön aus. Eben das Abstehen am Nacken macht den Stehkragen so schön. Aus diesem Grund, schaut, was ich gleich zeige. Die Höhe des Stehkragens ist ca. 5 cm. Jetzt zeichnen wir vom Punkt 5 eine konkave Linie, so konkav und rund. Schaut, so abgerundet forme ich die Linie. Etwas sanfter, nur ein bisschen. Und jetzt von diesem Punkt, schaut, der Halsansatz kreuzt die vordere Mitte. Die vordere Mitte, hier ist sie. Der Stehkragen muss von hier so verlaufen und darf nicht diesen Punkt treffen, sonst wird es unkomfortabel sein. Geht diesen Punkt um, so am Punkt vorbei. Schaut. Der Stehkragen endet in unserem Fall ca. 10 cm unterhalb des Halsansatzes. Tiefer ist auch möglich. Wir konstruieren erstmal den vorderen Teil. Warum ist es so wichtig, diesen Punkt zu umgehen, damit es hier nicht erwürgt? Man kann es aber noch stärker öffnen. So sieht der Stehkragen aus. Das ist eine Linie, die nicht mehr existiert. So sieht das Schnittmuster jetzt aus. Was ist als nächstes zu tun? Schulterende legen wir mit dem Schulterende zusammen. Von diesem Punkt aus formen wir den Stehkragen. So ganz leicht nach oben. Hier ändert sich ganz leicht die Neigung, da diese Linie nach oben verlaufen muss. Diese Linie verläuft auch nach oben, ist aber etwas, na ganz bisschen, buchstäblich paar Millimeter geneigter. Die hintere Mitte verlängern wir nach oben, ca. 4-5 cm, so wie ihr es wünscht. Manch einer von euch macht nicht 5, sondern 4 cm. Schaut, ich forme so eine Linie. So, der angeschnittene Stehkragen auf dem Rückenteil ist fertig. Wir haben hier aber einen Abnäher. Nun schaut, wenn ich den Schulterabnäher verlängere, so stellt euch nur vor, wie viel wir hier abtragen müssen. Wir müssen von diesen Punkten, also von diesen Punkten, mal angenommen, der Abnäher ist ausgeschnitten. Seid aufmerksam, das ist wichtig. Hier erweitert sich der Abnäher. Am Stehkragen nach oben hin verjüngt sich der Abnäher. Dadurch wird es im Nacken sehr schön abstehen.
Diese Linien müssen auf dem Vorder- und Rückenteil identisch sein. Seht, was mit dem Schulterabnäher passiert ist. Der Abnäher erweitert sich erstmal, dann verjüngt er sich. Der Stehkragen wird im hinteren Bereich sehr gut abstehen. Es ist selbstverständlich, dass wir nicht so eckig nähen können. Das bedeutet, dass wir die Linien etwas ganz minimal begradigen und runden ganz leicht ab, ohne diese Ecken. Meistens wird so ein Stehkragen an der Oberbekleidung gemacht, deswegen öffnen wir diesen Abnäher entweder im Vorab oder jetzt. Ein Teil des Abnähers verlegen wir in das Armloch. Das Armloch lockern wir minimal auf, wenigstens 7 mm hier. Dadurch verkleinern wir diesen Abnäher. Die Schnittkanten des Abnähers müssen selbstverständlich auf gleicher Höhe sein. Seht ihr, was dabei rauskommt? Das kleben wir jetzt ab. Das ist dafür, damit hier der Abnäher etwas schöner ist. Wir gehen sehr detailliert unterschiedliche Variationen durch und werden es weiterhin sehr detailliert machen. Wir haben das Armloch etwas aufgelockert. So gehen wir auch üblicherweise vor. Wir haben diesen Abnäher etwas schöner gemacht. Jetzt bitte alle Blicke herrichten. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn es in diesem Bereich, hier auf dem Vorderteil, der Stehkragen so etwas nach außen absteht. Ganz minimal. Dazu machen wir genau am Kragen einen Schnitt bis zum Brustpunkt. Und erweitern dabei so circa 1 cm. In diesem Bereich eröffnet circa 1,5 cm. Ungefähr so. Zack. Es ändert sich nichts an der Passform. Aber ihr bekommt einen Stehkragen, welcher hier vorne am Hals nicht so anliegt. Schaut euch das Ergebnis an. Wir haben hier geöffnet, jetzt ist hier die Schnittkante nicht mehr auf einer Ebene. Deswegen begradigen wir das sorgfältig. Runden die Linie so ab, so wie ihr es euch wünscht. Nun schauen wir das Ergebnis an. Der angeschnittene Stehkragen, Abnäher auf dem Rückenteil, welcher in den Stehkragen übergeht. Das ist sehr wichtig. Es verleiht eine sehr gute Passform. Hier haben wir etwas aufgelockert und hier, es muss klar sein, dass es hier während der Herstellung leicht gedehnt werden muss. Hier einhalten und hier dehnen. Man muss den hinteren Stehkragen gut mit dem Bügeleisen formen. Jetzt sprechen wir aber über die Konstruktion, deswegen zeige ich nur die Konstruktion. Mir ist mal so eine Geschichte widerfahren. Ich habe auch so einen angeschnittenen Stehkragen gemacht und er stand so richtig hier ab. Ich habe ja keine 1,5 cm geöffnet, sondern etwas mehr, na, damit er hier so richtig absteht. So spaziere ich glücklich in diesem Trenchcoat, so spricht mich eine Bekannte an und sagt, es steht alles ab bei Ihnen und finden Sie an mir zu richten. Es hat mich so mitgenommen. Ich habe mich doch so bemüht, damit es so absteht. Und es kommt Personen so ahnungslos und hantieren an mir herum und sagt, es steht hier ab. Ich habe mich so bemüht. Ich war so traurig. Habe so alles wieder auf den Platz gerichtet und habe ihr gesagt, sie sollen mehr Modezeitschriften anschauen. Irgendwie musste ich aus dieser Situation rauskommen. Es kann doch nicht jeder zu mir so ankommen und alles an mir richten, wo ich leicht mit dem Abstehen übertrieben habe. Wir sind mit euch den wunderschönen Stehkragen durchgegangen. Der Kragen erhöht sich von der Schulter und geht hier bis zum Verschluss über, bis zum ersten Knopf. Da, wo bei euch der erste Knopf sein wird, das entscheidet ihr selbst. Ihr öffnet auf diese Weise so viel, wie ihr wünscht. So entsteht dieser wunderbare Stehkragen. Aus diesem Grund lernen wir die Arbeitsschritte Punkt für Punkt. Wir zeigen euch das, was bei uns sehr oft gemacht wird, da diese Kragenart sehr gefragt ist. Aus irgendeinem Grund ist er beliebt. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Seid abwechslungsreich, abonniert unseren Kanal und teilt unsere Videos.
Ich wünsche mir sehr, dass wir alle schöner und abwechslungsreicher werden. Jeder sollte sein eigenes Alter vergessen. Ich bin eingeschlossen. Auch alle anderen, nicht nur ich. Wir müssen uns bemühen, eigenhändig erschaffen und unsere Nächsten damit erfreuen. Egal in welcher Situation wir gerade auch sein sollten. Alles Gute mit euch, waren Irina Paukste und unser ganzes Team.